Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück bei einer Folge von The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Vielleicht ist es auch die letzte Folge, wer weiß. Ja, dem drauf an, wie wir uns schlagen tun gegen die anderen Bosse, die auf uns noch warten, erlöst zu werden von ihren Qualen und Sünden, die sie begehen haben in ihrem Leben. Und deswegen holen wir uns den Kompass. Hey. Okay, hier drüben. Achso, Moment. Moment. Wo haben wir den Enterhaken? Nein! Auch nicht! Niente! Okay, hätte ja sein können, dass ich mich irgendwie... Achso. Ja, hab ich verstanden. Hui! Okay. Ist das das Einzige, was... Ja, es war das Einzige, was gekommen ist. Gut. Ja, bei Laterne. Ich brauche Laterne. Okay, in welchen Raum sollen wir zuerst gehen? Soll ich in die Laterne oder dahin kein... Ach, wir gehen Laterne. Weißt du nicht, was Laterne bedeuten soll? Bedeuten soll. Kommst du raus? Was zum... Jetzt wieder auf? Herzen! Ui! Aber warum? Warum sollte ich die Laterne einsetzen, obwohl... Oh, das war falsch. Obwohl ich das nicht brauche. Dann nehmen wir die Bombe. So. Schon viel besser. Geh wieder auf. Geh auf! Ach so, aha, die bewegen sich. Ah, okay, da brauche ich doch die Laterne. Ah, schaut euch das an. Oh mein Gott. Verdammt. Muss ich zuerst mal orientieren. Okay, zwischen den letzten zwei. Zünd an, nicht schießen. So. Was zum... Du Scheißvieh. Okay. Hier können wir hoch. Da ist wieder mal zu. Und hier geht's auch nicht mehr weiter. Okay. Kann ich mich hier irgendwie orientieren? Ah, ganz an die Wand fast laufen. Und aufgepasst, da geht's noch nach unten. Alles klar. Versuchen wir's. Okay. Schön hier entlang laufen. Hier nach oben. So. Und da. Voila. Okay, sehr schön. Aua! Komm ich hier? Brauche Schlüssel. Okay, oh mein Gott. Anzünden. Schlüssel? Jawohl, der kleine Schlüssel. Er ist in meinem Inventar. Der kleine Schlüssel. Wohin führt mich das? Fällt mich das irgendwo hin? Huh? Test, ich gehe mal schauen, was hier oben so auf uns wartet. Okay. Wo bist du? Wow, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja. Ja. Ah. Nein, nicht getroffen. Nur jetzt aber. Ja. Was? Auhuhu. Okay, doch nicht so gut. Ich hätte gedacht, ich wäre cool. Nein. Super Laser, kommt auch nicht durch. Ja. Ja. Nein. Warum ist er Bogenschießen? Uiuiui. Ach Mensch. Geht doch. Ja. Ja. Einfach, wenn man es auch schwierig machen kann. Ups, falscher Knopf. Oh Mann, wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Friss meine Pfeile. Sei glücklich. Yay. Achso, das war ein Boss. Nicht dein Ernst, oder? Was haben wir Schönes? Was haben wir hier noch Schönes?
Okay, dann gehe ich jetzt aber nochmal raus. Und benutze mal diesen Tempel. Ach, was machst du denn jetzt wieder hier? Au! Ach so, wir werden vielleicht... Wir werden vielleicht da unten rausgekommen. Ah! Abkürzung! Maybe. Verdammt. Wo bin ich denn jetzt? War ich hier schon? Ich war hier schon. Okay, aber wir haben diese Abkürzung hier freigeschalten und nun können wir hier in dieses Portal. Was? Jetzt muss ich hier... Sehr cool. Okay, so, wir müssen dann doch hier rein und da. So. Jetzt kommen wir. Das war doch ein Boss. Das war... Ich vergesse ich einfach jedes Mal. Jedes Mal. Okay, so, dann haben wir noch die zweite Tür, die offen liegt. Da sind wir hier schon durch. Moment, das war die Laterne. So, dann müssen wir auf diese Seite. Mach es noch dramatischer. Die Musik macht es sehr, sehr dramatisch. Aber es ist nicht so. Sterb. Oh nein. Och, nö, nicht die Hand. Die Pornohand hat mich lieb. Sie will mich essen. Er hat Enterhaken gesagt, oder? Aber muss mal schauen, muss mal schauen. Was haben wir hier? Also, ui. Nein. Wir kommen. Woher mit der Eisstab? Wir brauchen Eisstab, schätze ich mal. So. Bombs. Und so kommen wir weiter. Hui. Oh, ich wäre fast ins Lava getreten. Ein bisschen mehr aufpassen wegen der Hand. Und 50 Rubine nehme ich gerne in die Tasche. Wie hat so viel Geld in unsere Tasche Platz? Ey? Komm. Bums. Jetzt komm ich. Ui, ui, ui. Was? Warum gehst du jetzt schon weg? Runter. Kommt er zurück? Er kommt zurück. Okay, ganz in die Ecke. Genau, wegen der Hand. Verarscht, Kleiner. Mich auch. Oh mein Gott, nein. Nicht dein... wie komme ich denn jetzt hier entlang? Echt jetzt? Moment mal, was haben wir hier? Da unten habe ich was gesehen. Wie komme ich denn da hin? Ja, du scheiß Hand, du gehst mir auf den Senkel. Komm runter! Ich erlege dich! Ich erlege dich! Hui! Oh. Ich wollte nicht aus dem Raum. Ach nö, jetzt ist er wieder hier. Gebaden. Okay, Moment. Es hat geheißen, wir brauchen den Entraken. Und daraus kann ich nur sagen, wir müssen hier ran und können hier. Okay. Muss ich auf die Hand warten? Dann geht das Tier vielleicht noch unten. Warum habe ich die Hand getötet? Ja. Und sonst, wie geht es euch? Alles klar mit Butter. Ich will weiter, doch die Hand ist tot. It's time to... Oh, es kommt wieder. Es kommt wieder. Ich weiß nicht, ob es eine männliche oder eine weibliche Hand ist. Es ist auf jeden Fall eine grausame Hand, die gerne auf kleine Kinder... Los geht's. Wie Link. Ich meine, Link ist nicht allzu... die kommt in die Hand. Die Pornohand. Die kommt zurück. Was? Geradeaus schießen ist eine Kunst, die Link nicht beherrschen tut. Okay, ich weiß, Risiko, man. Ah, du Hund! Du hast geschlafen. Nein, komm runter. Ich brauche meine Zeit. So, stimmt. Gut, also gut. Wir versuchen nochmal. Schalter Nummer 1. Jo. Nein. Brauche ich jetzt wieder die Hand?
Das wäre ja übelst. Moment, nee, das sollte ja eigentlich nicht wahr sein. Hä? Oh mein Gott. Ah, da kommt sie. Jetzt muss ich warten und rüber. Rätsel gelöst und nun töten wir die Hand. Ja, danke. Ach nein. Warten auf die Hand. Moment, ich habe Bomben. Mit Bomben können wir versuchen, dies zu tun. Scheiß auf die Hand. Wir haben unsere Hilfsmittel zur Seite. Oh mein Gott, das wird jetzt schön. Ja, schütze die. Verdammt. Kann das Auge vielleicht, die Hand vielleicht das Auge auch mitnehmen? Ich hoffe mal nicht. Das wäre kacke. Nein! Jawohl! Nein! 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 Fark! Ich hab mich verwanzt! Nein! Ah, komm schon! So ab in die Ecke, du! Schäme dich! Schäme dich! Du dumme Hand, du dumme Hand! Okay, ja. Runter und auf die Seite. Und jetzt schnell weg! Schnell weg! Okay, so, sehr schön. Ich stehe einfach. Hui! Auge Nummer 1! Wie komme ich denn jetzt weiter? Hallo! Wie komme ich darüber? Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Wie komme ich darüber? Moment, ich schätze mal diese Stacken. Ja, genau. Sie verhindern mich schon weitergehen. Wie sieht's da drüber noch? Ich vollpfosten. So, gehen wir doch einfach rüber, wenn wir rübergehen sollen. Wie komme ich denn? Wie soll das gehen? Wie soll denn das jetzt gehen? Muss ich da irgendwie rüberwerfen? Wie darüber? Geht das? Ich schätze mal nicht, aber ein Versuch ist es wert. So, komm, meine schöne Plattform, komm nur. Komm schon! Nein, geht nicht, okay. Dann brauchen wir Plan Nummer 2. So, jetzt lass mal die Hand auslöschen. Geh mir jetzt auf den Senkel, so komm runter, komm runter! So, wir brauchen Zeit. Achso, Moment. Was ist, wenn ich... Geht das? Geh weg, Plattform! Genau. Jawohl! Ja, ich habe geschafft, ich habe Gerätsel gelöst. Mit Ravio, jetzt hab ich! Wir waren schon lange nicht mehr bei Ravio. Jetzt kommt die Hand schon wieder. Hallo! Ja, ich hab dich auch vermisst. Ja, komm her, lass mich streicheln. Oh, und du. Nimm, Auge, lauf! Werf rein! Und wir sind glücklich! Mit dem Schlüssel! Jawohl! Und? Da, 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 da. Wir haben einen kleinen Schlüssel erhalten. Und damit können wir weiter. Okay, Moment. Enterhaken? Das war doch der... Ah, das war der Enterhaken-Typ. Komm hervor, Auge! Mit vielen anderen Augen. Du bist dumm. Aua! Nein! Oh, Mann! Lass dich anschießen. Alles einfach. Der Boss ist einfach. Der war schon einfach beim ersten Versuch und der war einfach beim zweiten Versuch. Ja. Oh, er hat ein schönes Auge gekriegt. Es ist lange her. Es ist lange her, mein Freund. Super Laser. Achso, ich kann da auch mal.
Also der Boss ist einfach. Ich meine, er hat mich jetzt... Doch, er hat mich einmal getroffen, meinte ich. Aber... hat mich allzu viel im Kasten. Aber ich habe allzu viel im Kasten. Ja. Also, das war der kleine Raum, den wir vorhin gesehen haben. Von hier sind wir reingekommen und wir gehen wieder hier raus. Oh, die Tor. Das Tor öffnet sich. Und wir können passieren. Ja, dich habe ich jetzt nicht vergessen. Nein, 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 mein Freund. Du gehst jetzt mal schön schlafen. Also allzu viele Lebenspunkte habe ich jetzt nicht gerade verloren. Ach so. Oh, wir befinden uns wieder im Hinterzimmer. Oh Gott, hier geht's weiter. Hätten wir jetzt auch nach Hyrule gehen können und von hier aus da rein? Wäre ja viel schneller gegangen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist so lange. Okay, wir können uns nochmal auffrischen. Oder auch nicht. Es geht um mein Geld. Okay, so. It's time to put an end to the Intoners. Nein, falsches Spiel. Aber schon. Der Thronsaal. Er befindet sich hier. Und er befindet sich hier im Thronsaal. Wir waren doch schon mal im Thronsaal. Da war Ganon. Also Yuga Ganon. Und Prinzessin Zelda. Hier hinten an der Wand. Hier befindet sich Hilde. Hallo Hilde. Wo ist denn Ganon? Zelda. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du hast das Triforce des Mutes errungen, nicht wahr? Lass mich dir ein wenig von diesem Reich erzählen. In Lorure gab es einst ein goldenes Dreieck, das dem, der es berührt, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Man nannte es das Triforce. Jeder wollte diese Macht besitzen, Kriege wurden geführt und verwüstete unser Reich. Dies grämte mein königliche Vorfahren und so zerstörte sie den Auslöser des Kriegs, das Triforce. Aber es stellt sich raus, dass ein großer Fehler war. Das Triforce enthält die Macht der Götter. Auf ihm ruht die Welt. Ohne diesen Pfeiler drohte Lorule der Untergang. Unsere Welt braucht das Triforce. Eines Tages erfuhren wir von der Existenz eines weiteren Triforce in einer anderen Welt. Kraft, Weisheit und Mut. Ich habe dich angeleitet, um an das Triforce des Mutes zu gelangen. Ich bin die Königin dieses Reiches. Es ist meine Aufgabe, den Fehler meiner Ahnen ungeschehen zu machen. Und du wirst mir dabei helfen. Du wirst uns das Triforce des Mutes geben. Diese Göre! Jetzt hat sie... eins? Okay. Alright. Ich habe gedacht, da kommt... Ah, jetzt kommt er wieder hervor. Ganondorf. Und er... Oder besser Yugadorf. Und er hat das Dritte im Bunde. Yuga, nimm ihm das Triforce des Mutes ab. Nur so kann ich an Lorule neu erstehen. Sie hat seine Stimme... Oh mein Gott. Darum sah er so böse aus. Okay, Aber warum hatte der andere... Ach, komisch. Ey, komm nicht mehr drauf. So, hallo! Autsch. Okay, Choto! Choto, Mate, Grosoi! Wie soll ich vorgehen? Wie soll ich denn vorgehen? Ja. Ui! Oh, ich kann ihn doch schlagen. Also geht das nicht. Achso, ich kann ja auch mein Schild benutzen. Was? Da kann Fenner, kleiner Kerl! Ich werde dir zeigen, was das Hyrule-Chill auf dem Kasten hat! Ja, es kommt von meinem Land und nicht von deinem! Komm her, komm her! Ja, gib mir all deine... Vielleicht Pfeile?
Wird besser? Glaube nicht, oder? Hui! Bums! Hau auf! Zweimal! Nicht dreimal! Ach, nur ein... Was machst du? Was machst du? Unfair! Unfair! It's magic! Es ist Magie im Raum! Ich hab's nicht mehr... Was zum Teufel? Was soll das? Ja, friss meinen Pfeil. Ui. Ui. Jetzt will er was wissen, ne? Aber was zum Teufel? Wie kann ich dem ausweichen? Super. Oh nein, heute nicht. Oh, ich hätte ihn schlagen können. Okay, gut zu wissen. Jetzt aber. Ussa. Oh, man ist schon langsam. Ui. Ui, zweimal getroffen. Oh, oh. Ach, verdammt. Fall immer rein. Was? Oh Mann, war der schnell. Hör auf! Oh! Damn it! Oh Mann, macht der Schaden. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Oh oh. Ui, ich hätte schon gedacht. Okay, ich laufe ein bisschen im Kreis, im Kreise, tut's mir fein. Okay, Moment. Ich lasse mir den Tod nicht entgehen, indem ich sterbe. Nein, ich nehme meine Fee. Oh mein Gott, ich hätte doch den Trank nehmen sollen. Ich hätte nie gemutet. Ah! Mann! It's magic! Moment. Nochmal seine Fee. Hui! Und ich nehme mir eine Fee hinzu? Mann, warum das denn? Es ist vorbei. Da bin ich dabei. Yuga, das Triforce der Kraft, gib es mir schnell! Wenn es verloren geht, ist Lorule dem Untergang geweiht. Oh nö, dann hat sie zwei. Das ist die Master Pussy. Master Hilde. Was ist? Hilde. Das Schicksal dieses hässlichen Reises ist mir völlig gleichgültig. Mein Ziel war, das Triforce zu vereinigen und mit seiner Macht die ganze Welt in ein Kunstwerk zu verwandeln. Und dir erlaube ich, das Kronjuwel dieses Kunstwerks zu werden. Oh, und da ist sie auch zu einem Bild geworden. Oh, ich tut mir aber leid. Aber ich existiere noch. Ja, du bist wirklich schön. Link, geh dazwischen und sauge sie auf. Dann hast du eine Frau in dir. Zum ersten Mal. Okay, so. Es ist auch noch stärker. Oh mein Gott, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollen. Also, endlich hören sie mir, die größte Schönheit der Welt und die Macht der Götter. Oh Moment, ich habe gerade... Oh, ich hätte ja noch das rote Kleid vielleicht noch. Bleibt mir nur noch eins zu tun, dein unschönes Antlitz ein für alle Mal auszuradieren. War das böse genug? Hä? War das böse genug? Oh mein Gott. Er kann fliegen. Yo! Boom! Sing! Ah! Oh, okay. Es läuft ab wie bei Ocarina of Time. Bombs, bombs, bombs! Baseball time! Yeah! Er hat irgendwie seine Hülle verloren? Was? Schweinerei! Oh, Moment, nicht Start. Zert, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda! Solange Yuga ein Bild ist, kannst du ihn mit deinen Waffen nicht verletzen. Verwende das hier. Was gibst du mir? Der Lichtbogen. Das war der Bogen. Du hast deinen Lichtbogen erhalten. Seine heilige Kraft band das Böse. Okay, dann rüsten wir ihn natürlich aus. In diesem Bogen ruht das Licht des Triforce.
Du musst Yuga innerhalb der Wand mit dem Lichtbogen bekämpfen. Nur so kannst du ihn besiegen. Du wirst es ganz sicher schaffen, Terd. Okay. Aber zuerst nehmen wir das hier. Take it. Okay, so, jetzt gehen wir rein. Ach so. Oh, ich hab's verstanden. Gut. Feuer! Oder doch nicht. Wie schnell sein. Voll ins Arsch. Ja, das gefällt dir nicht, mein kleiner Freund. Ah, der gebe ich jetzt gleich mal. Oh mein Gott. It's going dangerous. Was? Wie kann ich denn ausweichen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wann gehen die Zeug weg hier? Das erinnert mich an das blöde Hühnerrennen. Oh mein Gott. It's coming! Baseball! Verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Konzentration, Ted, Konzentration. You can do this. Mann, warum kann er das? Geh mal endlich schlafen, bitte. Oh, danke. So, geh ins Bett, geh ins Bett. Oh, da geht er wieder weg. Da hat er Angst vor mir gekriegt. Oh, hey. Ganz ruhig, mein Freund. Feuer! Was zum Teufel? Wie geht das? Okay. Wie du willst. Wie du willst. Ist mein Feind noch unterwegs? Wo bist du? Ich muss jetzt mal irgendwas ausprobieren. Und so ein Box. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den ganzen Dingsbums hier herunterballern. Oh nein. Aua. Mann, das ist gemein. Wo bist du? Komm raus. Ich will knuddeln. Aua. Mann. Was soll das? Nein. Geh hier raus. So. Nimm und weg damit. Oh mein Gott, er macht Doppel. Er macht Doppel. Wuhu, zum ersten Mal. Yeah. Hey, geht er wieder hinein? Ja, er geht wieder schlafen, der kleine Freund. Fire! Was soll das jetzt werden? Ach so, jetzt muss ich es machen. Reingelegt. Oh, ich liebe den Kopf. Er ist was Spezielles. Ist was Spezielles? Tot? Er ist tot. Hilda, meine kleine Freundin, du kommst mit mir nach Hyrule. Dann habe ich zwei gleich aussehende Prinzessinnen auf meinem Arm. reden oder? Reden. Yay, sie ist aktiv. Oh, Zelda. Meine Frau. Was soll ich nur tun? Euch habe ich es also zu verdanken, dass ich in meinem Gemälde eingesperrt war. Königin Hilde, als Prinzessin von Hyrule kann ich gut verstehen, dass ihr euer Reich bewahren wolltet. Was versteht ihr schon? Ihr hattet stets den Schutz des Triforce. Das ist
Es ist noch nicht zu Ende. Das lasse ich nicht zu. Bitte, wartet. Was macht ein Radio hier? Aua. Was macht denn der hier? Ha? Was ist der? Das bin ich! Oh mein Gott! Okay. Ha? Auch ich verstehe aus dieser Welt. Auch ich stamme aus dieser Welt. Darum haben sie keinen Helden mehr gehabt, weil er abgehauen ist. Er ging nach Italien und hat sich daran gewöhnt, so zu sprechen. Vor langer Zeit war ich in Diensten vor Königin Hilde. Ja, ich ändere. Er hat nur den Italiener gemacht, dass sie so auffällt, ne? Prinzessin Zelda, Zert. Darf ich ein paar Worte an die Königin richten? Nein, sie muss sterben. Königin Hilde, du hast dich einfach aus dem Staub gemacht. Zu welchem Zweck bist du nun zurückgekommen? Verzeiht mir, Königin Hilde. Wie ihr wisst, bin ich ein Schwächling und ein Feigling. Ich vermochte es nicht, euch und Yuga aufzuhalten. Und so floh ich nach Hyrule, um den Helden zu unterstützen. Du gibst also zu, dass du mich verraten hast und diesem Helden zur Seite standest. Wenn ihr es so sehen wollt, letztendlich ist unser Wunsch derselbe. Lurule soll wieder in altem Glanz erstrahlen. Aber dürfen wir Hyrule uns ins Unglück stürzen, um dieses Ziel zu erreichen? Würdest du lieber zusehen, wie Lurule ins Unglück stürzt? Ich verstehe, wie sehr euch Lurule am Herzen liegt, aber seid ihr sicher, dass dies der richtige Weg ist? Eure Vorfahren hatten einen guten Grund, das Triforce zu zerstören. Ein Ende des schrecklichen Krieges war ihnen wichtiger als seine Macht. Das ist... Aber was ihr nun tut, Hilde, ist es nicht genauso schrecklich wie die einstige Kriege? Königin Hilde und ich. Ich sah, wie sehr euch das Schicksal Lurules in Verzweiflung stürzte und wollte euch retten. Königin Hilde, lasst uns diesen Wahnsinn beenden. Ohne das Triforce mag Lurule dem Untergang geweiht sein, aber es ist immer noch unser Reich. Prinzessin Zelda, es scheint, dass die Macht des Triforce mich blind gemacht hat. Ich bin nicht würdig, die Königin von Lure zu sein. Königin Hilde? Zert, du besitzt wahren Mut. Das Triforce, der Mut ist, hat, ist ja normal. Das Triforce gehört in eine Welt, in der aufrechte Menschen wie du leben. Ich werde euch beide zusammen mit dem Triforce in eure Welt zurückschicken. Dies ist unser heiliges Reich. Yuga war der Erste, der diesen Riss bemerkt hat. Wir erfuhren, dass sich auf der anderen Seite ein weiteres Triforce befand und ersonnen unseren Plan. Tat, gib mir den Arm, Ralf. Die Kraft im Armreif dürfte noch darauf ausreichen, euch nach Hyrule zurückzuschicken. Terz, helf von Hyrule! Ich wollte werden wie du!
Dad, kannst du mich hören? Bitte, öffne deine Augen. Bist du verletzt? Dad, sieh dort! Wir sind zurück! Gut, Dad, gehen wir. Es fällt mir schwer zu laufen. Nein, Quatsch. Gehen wir. Reden. Reden wir nochmal. Dies ist das Heilige Reich, das mit Hyrule verbunden ist. Ach so. Okay. Okay. Wie wär's, wenn wir auf die... Nein, ich wollte es noch auf die andere Seite laufen. Königin Hilde. Er trachtet nach Hyrule's Triforce, um euer Reich zu retten, oder? Dad, dank dir ist das Triforce von Hyrule wieder vereint worden. Ich weiß, dass du seine Macht zum Guten hinlenken kannst. Es bleibt uns nur noch eins zu tun. Dad, unsere Herzen tragen den gleichen Wunsch in sich, oder? I'm sexy and I know it. Berühren? Berühren, nicht berühren. Berühren, nicht berühren. Reden wir. Kommt, Dad, lass uns gemeinsam unseren Wunsch an das Triforce richten. Dass Lorule neuer stehen wird? Vielleicht? Danke, Prinzessin Zelda. Danke, Dad. The Legend of Zelda! Jawohl! So, wir sind durch. Ich schätze... coole Sache. Das andere Triforce war dunkel, weil es zerstört wurde. Grii kommt auch nochmal ins Spiel. Sehr schön. So. Oh, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ich habe noch vergessen, das rote Kleid zu finden. Ich war doch in allen Räumen. Ich weiß nicht, wie ich... Aber egal. Ist jetzt egal. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mir hat es riesen Spaß gemacht, obwohl ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Und ich werde es vielleicht auch nochmal für mich noch einmal durchspielen, zwar im Heldenmodus. Boah, das soll anscheinend sehr, sehr übel sein, dass es irgendwie Monster gibt, die machen dich One-Hit. Und das ist doch gut so. So. Ich habe... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und ich muss sagen, ich habe keinen blassen Schimmer mehr gehabt, was ich tun sollte oder wie das Ende rauskommt. Und ich muss sagen, das Ende ist klasse. Das war jetzt echt sehr, sehr schön. Oh, die Irene? Die Irene, oder? Das ist doch die Irene und da gibt's noch Ires. Oder? Ich weiß nicht genau. Und die Zor-Königin sehen wir auch nochmal in ihrer vollen Pracht. Zum Glück nicht fett. Und da tanzen sie, weil sie ihre Mutter wieder zurück haben. Ja, so, was soll ich zum Spiel sagen? Das Spiel ist eigentlich so konstruiert, als wäre es ein Kinderspiel. Aber von der Schwierigkeit her
muss ich sagen, können Kinder das Spiel nicht spielen. Das ist einfach viel zu übel. Also es gibt manchmal Rätsel, da kommt man als Kind gar nicht drauf. Und deswegen habe ich A Link to the Past als Kind nie durchgespielt. Ich habe es jetzt noch nie durchgespielt. Und es wird vielleicht irgendwann mal Zeit sein, das zu tun. So. Was finde ich klasse, was finde ich nicht so toll? Also, Musik. Natürlich, Musik sehr cool. Oh, ich liebe es. Aber A Link to the Past hat die bessere Musik. Vor allem in der Schattenwelt. Leider haben sie diese Musik nicht nachgenommen. Leider. So. Was hat mir sehr gut gefallen? Die Rätsel in Dungeon waren super. Man musste immer wieder ein bisschen abwechseln und man musste schon ein bisschen studieren, was man da jetzt genau machen muss. Ich habe manchmal vergessen, dass ich zu einem Bild machen kann oder so. Das habe ich mir vergessen und dann kam ich nicht weiter. Und dann da dachte ich, oh mein Gott, bin ich doof. Ja. Was hat mir nicht so gefallen? Gibt wenig Sachen. Auf jeden Fall, was mich so richtig angekotzt hat, waren diese blöden Minispiele, die ich machen musste, um alle Herzen zu bekommen. Vor allem das Octopus-Spiel, das war bescheuert. Es war ekelhaft. Ach so, stimmt. Die Mama Maimai. Oh, tut mir leid, ich habe noch Kinder in meinem Hosentasche, hab nicht mitgebracht. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was das nächste Projekt sein soll. Oh, und sie stehen wieder gemeinsam davor. Kommen sie eigentlich mal zusammen? Zelda und Link? Gebt euch die Hände und küsst euch. Oh, ich weiß, ihr wollt es. Ach so, schaut mal. Da ist Ravio. Also Link, der Schattentyp. Hab ich gar nicht gemerkt, dass der auf dem Bild abgezeichnet ist. Gibt's denn bei Link to the Past auch? Glaube ich nicht, oder? Nintendo is the author of this software to the propose if you can provide. Alright. Reserved. Ja. Yeah. So, Leute. Das war's von meiner Seite. Und das war The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Link macht sich sehr wahrscheinlich auf den Weg, um das Master Schwert wieder zurückzubringen an den Ort, um sich für die nächsten Helden bereit zu halten. So. Auf meiner Seite habe ich alles gesagt. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem neuen Projekt. Euer Zert wünscht euch noch einen schönen Tag. Ciao.